Hi Frank Tausch hier, Filmkritik TV. Diesmal geht es um Der Diktator, in dem Sacha Baron Cohen seine ganz spezielle Humormarke wieder auf die Leinwand bringt. Und ob die immer noch witzig ist, erfährst du jetzt. Auf die Plätze! Fertig! General Aladin herrscht in kurzer Prozessmanier über seine fiktive nordafrikanische Nation Wadia. Sein Premierminister setzt alles daran, ihn zu stürzen, und kurz vor seiner geplanten Rede vor den Vereinten Nationen in New York schaffen es dessen Leute, Aladin zu kidnappen und mit einem Doppelgänger auszutauschen. Aladin gelingt es zu fliehen und er findet Asyl bei einer politisch engagierten Ökofeministin. Der Diktator ist sexistisch, vulgär und beleidigt so ziemlich jeden und alles, was anders ist als er. Aber so will und soll er auch sein, denn dies ist ein Sacha Baron Cohen Film und der ist genauso, wie wir es von ihm erwarten, und dabei sehr oft witzig und manchmal sogar zum Brüllen. Zwar nicht ganz so gut wie Borat, aber ist auch schwer zu erreichen, geschweige denn zu übertreffen. Und anders als Borat hat der Diktator eine richtige Handlung und eine Liebesgeschichte gibt es auch, nachdem Aladdin, die in den nackten Schößen großer Hollywood-Stars vergeblich gesucht hat. Der Diktator ist das komplette Gegenteil von politischer Korrektheit und nichts für Leute, denen sich schnell der Magen umdreht, insbesondere da hier in einer Geburtsszene ein neuer Tiefpunkt der Geschmacklosigkeit erreicht wird, wenn wir sehen, wie alles vom Inneren des Bauchs abläuft bzw. nicht ablaufen sollte. Sacha Baron Cohen provoziert halt auf eine ganz eigene Weise und ist deswegen auch konkurrenzlos als Comedian. Eine gute Portion politischer Intelligenz gibt es auch. Direkter als je zuvor setzt es hier sehr harte Kritik an den USA. Aber alle Elemente sind gut ausgeglichen, da ist nicht zu kurz und schon gar nicht zu lang. Und mit 1,5 Stunden Laufzeit liegt der Streifen direkt richtig. Falls du es verstehst, guck ihn dir im Original an. Man darf diesen Mann einfach nicht synchronisieren, weil da, wie so oft, ganz wesentliche Teile seines Acts verloren gehen. Anna Faris hat mir als das krasseste Gegenteil, das man sich nur von Aladdin vorstellen kann, übrigens auch sehr gut gefallen. Wir brauchen Hilfe, bei meiner Frau haben die Wehen eingesetzt. Ich geh rein. Ah! Das ist das falsche Loch! Was? Seine Frau steckt im falschen Loch! Diesen Satz höre ich nicht zum ersten Mal. Zweiter Versuch. Tut mir leid, ich habe schlechte Nachrichten. Es ist ein Mädchen. Wo ist der Mülleimer? Der Streifen ist ab 12 freigegeben und startet in Deutschland, Österreich und der Schweiz am 17. Mai. Ich gebe Der Diktator ein B, lass mich deine Gedanken wissen. Außerdem verlose ich heute 3 Fanpakete zum Film und die bestehen aus jeweils einem T-Shirt mit einer Flagge von Wadia drauf, einem Sticker der Universität, einem Poster zum Film und ein Poster, das General Aladdin beim Golfspielen zeigt. Wenn du an der Verlosung teilnehmen möchtest, musst du Filmkritik TV Abonnent sein und dieses Video favorisieren. Und aus den Kommentaren werde ich dann per Zufallsgenerator 3 Gewinner ermitteln und die am Dienstagabend, das ist der 22. Mai, auf meiner Facebook-Seite, Link dafür ist unten in der Beschreibung, bekannt geben. Viel Glück, wie immer natürlich viel Spaß im Kino. Für heute tschüss aus Hollywood.